Ja, Herr Rüff, bevor wir jetzt einsteigen ins Thema Windkraft, vielleicht ganz kurz über Sie als Person, beziehungsweise auch eben über diese Arbeitsgemeinschaft erneuerbare Energie, damit unsere Zuseher auch wissen, wer steht denn da mit mir heute im Studio, nämlich ein Mensch, ein Mann, der sich tatsächlich schon viele Jahre damit auseinandersetzt. Aber ganz kurz noch, was ist diese Arbeitsgemeinschaft? Wie kam das zustande und was machen Sie dort auch genau? Ja, die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie ist ein gemeinnütziger Verein. Der Verein besteht heute aus Produzenten von erneuerbaren Energien, aber genauso aus Abnehmern und insbesondere aus Gemeinden, die mit der ARGE erneuerbaren Energie Projekte machen. Jetzt erneuerbare Energie ist natürlich vielschichtig. Das hat in den 90er Jahren begonnen mit der Selbstbaugruppe von Solaranlagen und hat sich dann weiterentwickelt, dann über Photovoltaik-Initiativen und dergleichen mehr und Biomasse und so fort. Ja, und der Verein als gemeinnütziger Verein hat sich immer darauf eingestellt, diese Produzenten zu unterstützen, die regionale Vermarktung voranzutreiben, also auch die Kombination mit den Abnehmern zu suchen. Ein Thema ist natürlich Wind. Ich persönlich war über 10 Jahre Obmann dieses Vereines und ja, vor 10 Jahren habe ich mich diesem Thema angenommen und ständig dazugelernt. Ja, und diese Erfahrung konnten wir in einem umfangreichen Projekt, nämlich dem am Pfänder, eben zusammentragen und sammeln. Ja, jetzt bin ich normales Mitglied und aber immer noch Sprecher für Wind. Es sind nämlich 10 Jahre vergangen und in diesen 10 Jahren konnten sich die Rahmenbedingungen nicht allzu sehr verbessern, sodass wir jetzt nicht in eine Bürgerbeteiligungsinitiative einsteigen konnten oder ja, nicht konnten, würde ich jetzt einmal betonen. Ja, also wie gesagt, Windkraft ist unser Thema auch heute. Wir sehen da so ein Windrad. Bevor wir jetzt über das Projekt in Vorwerk sprechen, lassen Sie uns über die jüngsten Medienmitteilungen eben auch sprechen. Wir haben es vor 2 Tagen oder gestern oder vorgestern in den Vorarlberger Nachrichten ja gelesen, die Ostschweizer Politik hat sich jetzt entschieden, um mal Standorte zu definieren, beziehungsweise sich anzusehen, wo wäre das möglich. Jetzt hat man gesehen, da gibt es einige Standorte, die können wir dann über dem Rhein drüben auch teilweise sehen. Jetzt ist man natürlich von der Umsetzung dort auch noch weit entfernt, aber die sind da offensichtlich schon weiter wie wir. Wie haben Sie diese Berichterstattung mitbekommen, beziehungsweise was halten Sie als ja, Experte? Wie schaut man da? Ein bisschen neidvoll über den Rhein oder auch mit dem kritischen Auge? Ja, also einmal ist es gut, wenn sich was tut. Bereits vor 10 Jahren, und das ist der wichtige Unterschied zur Schweiz, hat sich die Schweiz schon stärker mit Windkraft beschäftigt, oder? Wir sehen das an der Anlage Nähe Chur. Das war auch für uns das Beispiel, wie es gehen kann. Dort wurde ein Windkraftwerk errichtet und gab die Vorstellungskraft, wie sowas ausschaut. Also die Schweizer waren da früher schon dran und jetzt haben sie eben versucht, Flächen auszuweisen, die Potenziale zeigen könnten. Dabei wurden im Wesentlichen Windleistungen standen da im Vordergrund und natürlich der Ausschluss von möglichen Konfliktgebieten. Das stand dort im Vordergrund. Und es ist jetzt natürlich für Initiativen wichtig, dass sie sich auf irgendwelche Gebiete stützen können. Oder? Das ist etwas, was eben bei uns nicht der Fall Das wäre jetzt ist. gerade die Frage, nachdem Sie das ja auch mit diesem Projekt am Pfänder, das Sie begleitet haben, Entschuldigung, dass Sie das Projekt begleitet haben, ist das was man unsere, sagen wir es mal so, hat unsere Politik da noch oder schläft sie da noch ein bisschen, was die Windkraft angeht? Oder was denken Sie, warum die Schweizer uns da voraus sind? Ja, also was die Schweizer sind insofern voraus, dass sie eben Flächen definiert haben. Das ist in Vorarlberg noch nicht so weit, auch wenn eine Windpotenzialstudie angekündigt ist. Diese
soll eine Verbesserung sein aus der Windpotenzialanalyse von 2004, wo das Energieinstitut gemacht hat, und das wird Potenziale ausweisen, ja. Die können nicht viel anders sein wie 2004 und können sich nicht plötzlich gravierend verändern. Also gehe ich davon aus, dass man vielleicht feststellt, das Potenzial ist ein bisschen höher, weil die Windgeschwindigkeiten sind gestiegen mittlerweile. So, was unser Hintergrund war zum Projekt, und da muss ich auf den Hintergrund kommen, war, dass wir gesagt haben, ja, wenn der Ernstfall eintritt und wenn der Fall eintritt, dass wir Energieknappheit haben in der Region, und das haben wir durchaus, oder? Dann sollten wir Klarheit haben, ob die Umsetzung, ob es überhaupt möglich ist. Weil es gab bis dato keinen Nachweis, und die öffentliche Meinung war damals, ja, Windkraft ist in Vorarlberg ja nicht interessant, nicht lukrativ. Und mit dem Projekt wollten wir eindeutig aufzeigen, dass es nicht so ist. Oder das wussten wir natürlich nicht, aber wir mussten daher umfangreiche Messungen machen. Wir mussten zuerst natürlich den Standort ausmachen, weil wenn wir an einem Standort sagen und behaupten, hier ist Potenzial, ja gut, dann müssten wir zuerst mit den Grundeigentümern gesprochen haben. Wir müssen Einigkeit haben. Wollt ihr das? Steht ihr dahinter? Und glücklicherweise haben wir dort Personen gefunden, Landwirte, die gesagt haben, wir müssen auch was für die Energiewende tun, wir müssen uns einbringen. Und dementsprechend kam es dann zu Vereinbarungen und Optionsverträgen, dass wenn es Potenzial gibt, wenn es Investoren gibt, dann wäre es eben umsetzbar. Das war der erste Schritt. Dann der zweite war, ja, jetzt müssen wir das Potenzial messen. Und dazu braucht man Messungen in Höhe mindestens 80 Meter Höhe. Und wir haben das einmalig in Vorarlberg, erstmalig in Vorarlberg, dann auch gemacht. Aber wie? Das muss ich auch noch kurz erwähnen. Gerne. Denn um Messungen in 80 Meter Höhe zu bewerkstelligen, muss ein temporäres Bauwerk, so nennt man das, errichtet werden. Das braucht Genehmigung. Und da bekamen wir das erste Nein. Das wird nicht bewilligt. Also müssen wir andere Lösungen finden. Und Gott sei Dank konnten wir hier mit dem ORS, mit dem Sendemastenbetreiber Einigung finden, dass wir dort die Messgeräte an der obersten Plattform anbringen konnten, und damit konnten wir die Bewilligung umgehen. Sonst wären wir den Schritt nicht weitergekommen. Bevor wir jetzt über die, genau, das Thema eben der Bewilligung, über die rechtliche Situation reden, bleiben wir noch kurz bei dem, was jetzt eben bei diesen Messungen herausgekommen ist. Weil das ist ja was, was nicht so ganz klar ist. Wie lukrativ kann denn Windkraft überhaupt sein? Das heißt, wie rentabel kann Windkraft in Vorarlberg sein? Was waren die Erkenntnisse aus diesen Messungen? Ja, also die Messungen gaben klar die Aussage, dass wir Potenzial haben, also 6 Meter pro Sekunde in Nabenhöhe. Das war ist so die Kennzahl, die damals gegolten hat, oder? Mittlerweile ist das auch relativ zu betrachten. Das kommt auf die Strompreisentwicklung an. Mittlerweile werden Verträge geschlossen, die weit höher abgeschlossen werden. Damals waren das 7 Cent, die wir der Kalkulation ansetzen konnten, also weit niedriger als heute gehandelt wird. Also kurz gesagt, es ist rentabel. Wie im Binnenland überall, ob das in Bayern oder im Schwarzwald ist, wo die Anlagen stehen, so steht, ist es auch in Vorarlberg an gewissen Stellen. Das wär jetzt auch die Frage, eben, wir hatten im Herbst den Sprecher der Seilbahnbetreiber auch hier, und das war ja schon mal das Thema, dass man eben auf den Seilbahnen zum Beispiel, auf den Bergstationen dort ein Windrad bauen könnte, wenn sie das, wenn das natürlich die Rentabilität hergibt. Da kam schon mal vorsichtige Zustimmung, also je nachdem. Aber von was reden wir da? Also welchen Anteil kann Windkraft in Vorarlberg haben an diesem
2050 eine Energieautonomie angestrebt. Das heißt, dass wir wirklich sagen können, in dem Portfolio mit Wasserkraft, mit Solarenergie, welchen Anteil kann Windkraft hier überhaupt leisten? Ja, Windkraft sollte oder könnte sicher auf 20% kommen. Das ist unsere Einschätzung. Kommt jetzt ganz darauf an, wie intensiv das verfolgt wird. Stichwort Bergstation und Seilbahnbetreiber. Ich betrachte das außerordentlich klug. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass nicht an jedem Seilbahnstation die Windleistung gegeben ist, die vielleicht lieber oder gewünscht wäre. Aber die Rentabilität ist für das Unternehmen auf jeden Fall gegeben, weil sie verbrauchen den Strom ja selber, oder? Und das ist auch eine Differenzierung, wo man anschauen muss. Wenn man jetzt Flächen ausweist, wo man sagt, da gibt's Potenzial und dort gibt's kein Potenzial, so sage ich, das hat mit dem Errichten von Windkraftanlagen, sollte das nichts zu tun haben. Auch dort, wo nicht dieses scheinbare Potenzial da ist, ist es für Unternehmen oder Betreiber durchaus interessant, eine Windkraftanlage zu errichten. Das sehen wir jetzt ganz besonders im Projekt Herr Bruck, oder? Es ist, glaube ich, bekannt, SFS Stadler möchte dort auf dem Firmengelände eine Windkraftanlage errichten. Und wir wissen schon aus der ersten Studie und generell wissen, dass die Meteorologen, dass die Windleistungen im Rheintal nicht in dem Ausmaße vorhanden sind, wie jetzt am Fender und in vielen anderen Gebirgsstationen in Vorarlberg. Mhm. Das heißt, das weiß auch die Firma SFS Stadler. So, trotzdem stellen sie den Antrag und trotzdem ist das sehr lukrativ für das Unternehmen, weil sie speisen direkt in die Produktion ein, können damit die Leitungskosten, also die Netzkosten und all das ersparen und für die absolut aus meiner Sicht rentabel. Mhm. Also muss halt die Baukosten oder beziehungsweise die Unterhaltskosten müssen halt zumindest gedeckt sein. Also muss man da ansprechen. Also jetzt so viel Leistung soll es dann schon bringen, oder? Dass wieder sich dann über Jahre natürlich, aber dass sich das amortisiert. Klar, aber hier reden wir vielleicht von 20-30% weniger Windleistung in der Tallage. Aber der Vorteil hier in der Tallage bei SFS Stadler ist auch, die Zufahrt, die Errichtung, alles ist kostengünstiger. Mhm. Also kann man nicht einfach Flächen ausweisen und sagen, da ist es interessant und am anderen Ort nicht. Also da muss man vorsichtig sein. Mhm. Also das eine ist die Aussage, es hat Potenzial, jawohl, dort kann man vorrangig Betrachtungen anstellen, aber die anderen Orte nicht ausschließen. Und ich sehe halt in diesem Teil die Gefahr, wenn man Flächen ausweist, dass man dann andere ausschließt. Mhm. Also der Entscheidungsmechanismus sollte ein anderer sein. Meiner Meinung nach sollten die politische Stoßrichtung in der Richtung gehen, in den Gemeinden, im Land, dass man sagt, jetzt schauen wir, wo sind die Willigen, oder? Mhm. Wer will Anlage errichten? Und dann schauen wir, ob das Umfeld das verträgt und so weiter und so fort. Ja. Apropos Umfeld, das ist ja genau das, Sie haben es gerade auch vorher schon erwähnt. Das eine ist, bis sowas bewilligt wird, also sprich, bis der Amtsschimmel sozusagen befriedigt ist, da gibt es natürlich jede Menge Auflagen von Umweltschutz, Landschaftsschutz über natürlich auch Baurecht etc. Das andere ist aber natürlich auch die Bewohner, die Anrainer. Das haben wir in Bayern zum Beispiel ein großes Thema. Da gäbe es natürlich viel Potenzialflächen, aber die kommen da auch nicht so wirklich mit der Errichtung von Windkraftanlagen voran, weil es halt dann immer wieder den Einspruch von Anrainern, von Kommunen, was auch immer gibt. Ist das Ganze zu kompliziert? Beziehungsweise anders gefragt, verstehen Sie aber auch, dass es bei gewissen Punkten, bei gewissen Standorten sozusagen, dass man eben nicht das Windrad vor dem Schlafzimmerfenster jeder toll findet? Ja. Absolut, absolut ist das verständlich, dass hier Ängste vorhanden sind. Und auch wir haben in dem Projekt als erstes Beispiele uns angeschaut, oder? Und wenn man Gemeinden in Bayern anschaut zum Beispiel, Altusried ist auch ein bekanntes Beispiel. Ja, da haben die Bürger diese Anlagen errichtet. Das sind
bürgerbeteiligte Anlagen. Die Bürger stehen ganz anders zu diesen Anlagen. Das heißt, es ist oft eine Kopfsache, oder? Wie sehe ich das? Mhm. Betrachte ich dieses Windrad als Gefahrenmoment oder als Segensmoment? Das bringt mir ja die Energie, es brennt das Licht und ich habe Strom. Also es ist sehr damit zu tun, wie die Leute dazu stehen. Und das war auch ein Teil unserer Untersuchung. Wir haben deshalb am Pfänder die Bevölkerung eingeladen, über jeden Schritt informiert, Exkursionen organisiert. Und wir mussten dann mit zunehmender Veranstaltung feststellen, dass Leute immer von weiter her kommen und belehrend hier und von Landschaftszerstörung und von Gesundheitsschädigung sprachen. Aber zu Beginn war eine sehr gute Basis da und Motivation in dem Umfeld. Und das wurde dann verschlechtert. Das haben wir also gelernt und gelernt, dass hier sehr sorgsam umgegangen werden muss. Und aus der Sicht haben wir auch gelernt, dass Naturschutz, Landschaftsschutz, Umweltschutz unterschiedliche Themen sind. Mhm. Wir von der ARGE Erneuerbare Energie sind vom Umweltschutz angetan und gesagt, wir müssen lokale erneuerbare Energie erzeugen. Der Landschaftsschutz, der scheint verstärkt nur Veränderungen zu beobachten, oder? Vergisst auf die vielen Straßen und Bauwerke zu schauen, anstatt auf ein schlankes Windrad, oder? Also auf jeden Fall, das ist ein gravierender Unterschied und ich glaube, das ist dringend notwendig, dass die Leute aus diesen verschiedenen Bereichen, also Landschaftsschutz, Naturschutz, Umweltschutz, in Dialog treten und hier einheitlicheres Bild abgeben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist das Schwierige. Jeder will den Strom haben und jeder will einen sauberen Strom haben, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Jetzt genau. Haben Sie dieses Projekt am Pfänder, wie gesagt, 10 Jahre schon begleitet, von der Idee bis hin zu diesen Messungen. Also es gibt ja Machbarkeitsstudien, es gibt das Grundstück Gaps. Die Bevölkerung, zumindest die umliegende Bevölkerung, ist auch nicht abgeneigt. Trotzdem steht noch kein Windrad am Pfänder. Wie optimistisch sind Sie, dass es die Entwicklungen der letzten 12 Monate, sagen wir jetzt mal so, wo das Ganze nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen hat, wo man jetzt erstmals auch aus politischer Sicht zumindest nicht gleich eine ablehnende Haltung hört, sondern ich kann mich erinnern, vorher hieß es, nein, wir setzen auf Wasserkraft in Vorarlberg, das ist ja unsere erneuerbare Energie sozusagen, Windkraft war da lange, lange gar kein Thema, hat sich jetzt ein bisschen geändert. Wie optimistisch sind Sie denn, dass tatsächlich in den nächsten Jahren, sagen wir es mal, kurzfristig ist vielleicht zu kurz gegriffen, aber zumindest mittelfristig, wird das auch in Vorarlberg als Energie nutzen? Ja, vielleicht können wir das in 10 Jahren, ich freue mich darüber, ja. Aber es ist noch viel Arbeit zuvor und weil Sie angesprochen haben, Wasserkraft, so ist der Energieversorger des Landes gewissermaßen und dessen Meinung da zu sehen, oder? Dort hat man aus geschäftspolitischen Gründen, und ich verstehe diese Geschäftspolitik gut, also glaube ich gut zu verstehen, und da haben Sie auch recht, ich würde vielleicht auch so handeln und sagen, Wasserkraft ist primär, und das ist auch ganz wichtig, dass diese Pumpspeicher ausgebaut werden, das ist die Aufgabe europäisches, jetzt Vorarlberger unbedingt, und das ist die Aufgabe unternehmerisches, das Geld bringt, oder? Das Windkraftanlage ist jetzt nicht so lukrativ und von daher ist das total verständlich. Also wenn, dann muss es stärker von der Bevölkerung herauskommen und noch einmal, die ARGE Erneuerbare Energie unterstützt diese Prozesse und baut nicht selber die Anlage, sondern organisiert dann eben die Bürgeranlage. Und da hoffe ich schon sehr, dass sich die Zeiten dazu verbessert haben. Das heißt aber, also wenn es dazu kommt, gehen Sie auch davon aus, dass das noch ein paar Jahre dauert, dass uns das nicht passiert? Ja, weil
Der Eindruck ist schon der, dass viel noch Zeit vergehen wird, bis so eine breite Meinung da ist, bis es dann wirklich zu einem Verfahren kommt und bis dann wirklich die Investoren sehen, aha, jetzt ist die Zeit reif, hier zu investieren. Dann schauen wir, ob wir jenseitig oder diesseitig des Rheins das erste Windrad dann begutachten können und wann das dann sein wird. Wir sind leider schon am Ende der Zeit, aber vielleicht noch als letzten abschließenden Punkt das Thema. Was sind denn, wenn wir jetzt von der, Sie gesagt haben, diese Bürgerbeteiligung, beziehungsweise eben, dass das auch Bürgerprojekte sind, ist das auch was Sie in den letzten Jahren jetzt gelernt haben, dass man sieht, dass man eben auch offener wird von Seiten der Politik und der Entscheidungsträger, was das anbelangt? Denn Sie haben es ja vorangesprochen, es gibt einen Energieversorger und natürlich aus wirtschaftlichen Interessen ist man selten erfreut, wenn es Mitbewerber gibt. Ja, aus meiner Position hat man dann schon oft den Eindruck, dass die Landespolitik nur den Landesenergieversorger sieht. Also hier sollte sich die Sicht etwas erweitern, wenn ich das so anmerken darf. Aber insgesamt spüre ich schon, dass die Bereitschaft größer ist und der Landesenergieversorger übrigens, ich werte seine Bereitschaft groß, dass sie als Abnehmer und Verteiler sich einbringen, oder? Und Energieerzeugungsgemeinschaften nicht außer Acht lassen. Sie unterstützen sogar dies. Also müsste es auch auf der politischen Seite stärker unterstützt werden. Das geht aber nicht nur Land, sondern Gemeinde und Raumplanung. Dann lassen wir uns überraschen. Ja. Sind wir gespannt, wann und ob wir dann tatsächlich ein Windrad auch bei uns sehen würden. Momentan sind es noch Fotomontagen, vielleicht wird es irgendwann mal Realität. Franz Rüff, ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio, bedanke mich für die Einblicke. Alles Gute. Danke. Bitte gerne, danke.